Ich will große Schlüssel. Mit denen kann ich wenigstens dann die Truhe öffnen, in der das große, tolle Item auf mich wartet. Die kann ich echt nicht schieben? Mist. Gut, dann muss ich hier den Schalter aktivieren. Na, was soll's. Wenn die Statue sich nicht schieben lässt, dann muss man halt einen großen Umweg laufen. So, auf nach oben. Und dann öffnen wir die erste Tür hier. Haben ja Gott sei Dank einen Schlüssel dafür. Ohne Schlüssel wäre es ein bisschen schwierig. Und die kann man nur mit dem neuen Item kaputt machen. Fällt mir gerade ein. Und hier muss ich rüberlaufen. Wow. Und was ist hier drüben? Was sagt die Karte? Ein großer Raum. Ach du Scheiße. Ich könnte auch ein Stockwerk tiefer gehen, wenn ich wollte, aber im Moment will ich das nicht. Ja, die Gegner kann man sogar kaputt machen, wie ihr seht. Aber es dauert halt. Da ist es wirklich sinnvoller, die in den Abgrund zu schmeißen und möglichst nicht mit runterzugehen. Verdammtes Mistvieh. So. Hier kommt man nur durch, wenn wirklich kein Gegner im Weg steht. Scheiße, das geht nicht. Das geht nur von der anderen Seite. Na gut. Aber erstmal will ich gucken, ob ich hier auf der anderen Seite nicht weiterkomme. Nee, das geht nicht, aber den hier kann ich wegschieben. Dann kann ich hier weiter. Und hier ist eine Truhe. Und noch ein Schlüssel. Mann, oh Mann, hier gibt es aber echt viele Schlüssel. Jetzt überlege ich gerade, soll ich ein Stockwerk tiefer gehen? Aber ich glaube von der linken Seite. Dort, wo der Riss im Boden ist. Dazu benutze ich erstmal eine Bombe, um den Riss wegzumachen. Und dann können wir hier runter. Way! Und zack, da sind wir auch schon. So. Die Wand kann ich auch nicht zerstören. Aber darunter kann ich. Ich glaube, hier sollte ich erstmal lang, obwohl hier komme ich nach oben. Aber hier komme ich zu der Truhe, okay. Das war schon mal richtig. Und wir haben den großen Schlüssel, ja. Wunderbar. Das größte Problem habe ich, glaube ich, somit gelöst. Aber wir bekommen noch einen Schlüssel. Weil diese Gegner, da wäre ich noch nicht los. Also hier dieser gepanzerten Gegner. Scheiße. Aber den hier kann ich, glaube ich, schieben. Na toll, das bringt aber nichts. Obwohl, doch. Ich glaube, ich muss dieses Ding... Nee, scheiße, kann man nur einmal schieben. Okay, ich verschwinde von hier. Ich weiß nur, dass man hier eine Truhe noch kriegt. Aber die... Obwohl, die habe ich doch schon. Ha. Na gut. Auch jetzt bin ich wieder hier. Na klasse. Gut. Dann werde ich jetzt wieder hier lang gehen. Ich bin gerade am Überlegen. Also, ich befinde mich hier. Ich gehe dann mal den rechten Weg. Runter sollte ich auf jeden Fall erstmal nicht gehen. Obwohl, hier kann man glaube ich auch rüber irgendwie. Yep, mit den Pegasus-Schuhen und dann rüberspringen. Dann kann man hier landen. Hier muss ich sogar lang, um weiterzukommen. Ist auf jeden Fall sehr empfehlenswert. Okay, hier ist nochmal eine Tür, die ein Schloss hatte. Und hier muss ich rennen. Weg hier. Da. Na, diese Panzerviecher. Okay, ich bin heile rübergekommen. So. Gut, ich kriege auf jeden Fall schon mal das neue Item. Das steht schon mal fest. Aber erstmal sollte ich gucken, ob ich hier noch einen Schlüssel finde. Na, erstmal den Kompass. Hier kann ich auf jeden Fall noch ein Stockwerk tiefer gehen. Ich glaube, das mache ich erstmal. Wobei, da kann ich erstmal noch nicht viel ausrichten. Obwohl, hier, das Geld kann ich schon mal einsacken. Das kann ich auf jeden Fall schon mal. Und eine Truhe öffnen mit Pfeilen. Und noch ein Schlüssel. Und nochmal Rubine einsacken. Ja, hier kann man echt gut reich werden. Ich finde das genial in diesen Dungeons. So, ich bin zufrieden soweit. Okay. Dann werde ich mich jetzt mal darum kümmern, dass ich mir das Item hole. Was ich brauchen werde. Also öffnen wir mal diese Tür hier. Ich glaube, hier ist es auch sehr dunkel. Oh ja. Ich sollte Ausschau halten nach Fackeln. Oder nach diesen Gegnern hier, die man besiegen kann.
Und nach einer rissigen Wand, die ich kaputt machen muss. Die sich da auf der rechten Seite befindet. Denn nur da kommen wir an die Truhe ran. Aber hier ist noch eine Truhe, die wir nicht übersehen sollten. Auch wenn es nur Bomben sind. Besser als gar nichts. Links, rechts, links, kreuz, quer, geradeaus, oben, unten. Scheiße, Sackgasse. Oh Mann, in diesem Labyrinth kann man sich sehr gut verlaufen. So, unten. Alle halt hat eine Truhe. Mit. Noch einen Schlüssel. Wow, der wievielte Schlüssel ist das jetzt schon? Fünfte, sechste? Naja, Bomben ausrüsten und zack. Zeit für eine kleine Explosion. Und da ist die Truhe. Da. Und wir erhalten den Hammer. Ramme damit hölzerne Pfähle ein und klopf auch mal auf andere Gegenstände. Ja. Dieser Hammer ist ein praktischer Gegenstand. Sozusagen können wir jetzt schon wesentlich mehr erreichen. Wir können sozusagen jetzt auch auf dem Todesberg den Weg gehen, den wir vorher nicht gehen lang gehen konnten, weil dort diese Pfeiler im Weg waren. So, rüsten wir gleich auch schon mal aus. Wir können jetzt hämmern. Hammer time. Dö, 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 dö. Dö, 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 dö. Can't touch this. So. Gut, rechts kann ich nichts mehr machen, obwohl. Ich habe ja noch einen Schlüssel. Ich kann dann noch den unteren Weg gehen. Und ich kann diese Gegner hier auch kaputt machen jetzt endlich. Mit dem Hammer. Zumindest kann ich sie umdrehen. Und dann angreifen. Das geht möglichst schnell. Weil wie ihr seht, die drehen sich auch wieder um. In neueren Zelda-Teilen sind die eigentlich, also zumindest in Oracle of Ages, Oracle of Seasons, muss man die ja mit einem Schild umhauen. Auch in Link's Awakening. Da muss man wirklich ein Schild benutzen, um die umzuhauen. Und hier muss man einen Hammer benutzen. Ja, ich muss Bomben benutzen, um die Risse aufzumachen. Okay, ich habe auf jeden Fall einen Weg freigemacht. Da könnte ich sogar reinfallen, da würde ich dann schon zum Boss kommen, obwohl. Nee, in diesem Loch nicht. Aber wisst ihr was, Leute? Ich mach mal Kamikaze. Oh, okay, das war Kamikaze. Normalerweise müsste ich diese Statuen da schieben, um durchzukommen, aber egal. Mir fällt gerade ein, ich müsste irgendwo auf jeden Fall noch einen Schalter finden. Damit ich wenigstens hier weiterkomme, aber... Obwohl, ich sehe den Schalter. Dann werde ich jetzt mal... Moment. Na, zurück komme ich nicht mehr. Okay. Dann werde ich jetzt mal hier irgendwie rüberspringen. Rüber! Wow. Oh! Das war ein Massen-K.O. Na gut. Aktivieren. Hä? Okay, dann eben nicht. Dann wird Zeit für Pfeil und Bogen. So, ja, hier würde ich auf jeden Fall auch hinkommen, wenn ich den Hammer hätte und da oben lang kommen würde. So, Moment, hier ist noch ein Schalter, den ich aktivieren muss. Da ist er. Ach, verdammt, ich muss eine Statue draufstellen. Dann tun wir das doch gleich mal. Auf der anderen Seite muss ich das auch noch machen. Ne, muss ich nicht. Aber hier ist auch noch irgendwas. Ein paar Herzen, okay. Gehe ich mich gerne mit zufrieden. Na gut. Och nee, nicht schon wieder diese Gegner. Na gut, die Grünen gehen ja noch, aber die Roten sind ätzend. Vor allem, wenn man die wirklich direkt Auge in Auge guckt, dann spucken die ja Feuer. Das ist das Miese. So, Pfeil und Bogen habe ich. Gut. Dann renn mal schön in den Pfeil rein. Weil das Praktische ist wirklich, wenn man steuert, dann laufen die trotzdem weiter los. Auch wenn man gerade in dem Moment stehen bleibt durch Pfeil und Bogeneinsetzung. So. Aktivieren den Schalter. Und schnell rüber, 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 rüber. Und das Ding können wir nur aktivieren, wenn wir Pfeil und Bogen einsetzen. Und wir machen den Weg frei. Und müssen dazu mal wieder warten. Bis das Ganze passiert. Mann, das dauert aber echt lange, bis sich die Wand verschiebt. Na los, mach hinne. Also, eine Treppe. Und Gott sei Dank können wir jetzt mit dem neuen Item hier dieser Dinger kaputt hauen. Und hier weiter, yay! Weil ohne den Hammer würden wir hier
noch nicht weiterkommen. Und da hatte ich meistens meine Probleme, weil ich irgendwo einen Schlüssel vergessen hatte und noch nicht den großen Schlüssel bekommen hatte, um an... Obwohl, ich glaube, ich war zu blöd dazu. Moment, ich muss das ganz anders machen. Ich glaube, ich war zu blöd dazu, erst an den großen Schlüssel zu kommen. Oder irgendwie so. Naja, egal. Öffnen wir die Tür. Das war unser letzter Schlüssel, den wir auf Lager hatten. Nein, die kann man mit Fall und Bogen noch nicht kaputt machen. Okay, also Hämmern wir sie kaputt. So, wo befinde ich mich eigentlich? Ah, hier, okay. Ah, wisst ihr was, Leute? Ich würde sagen, wir schauen uns hier in diesem Dungeon im nächsten Video noch ein bisschen weiter um. Wow. Und bekämpfen dann weiter diese Gegner und beenden hoffentlich dann diesen Dungeon. Also würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, auf Wiedersehen!